aufgehört zu kämpfen. Das Banner wirkt. Ich traue meinen Augen nicht. Volstags Männer trauen sich hierher? Volstag hat mein Vieh gefressen und meine Hütte im Fluss versenkt. Tötet sie! Tötet sie alle! Was zum... Verteidigungsformation bilden! Die Speerkämpfer nach vorne! Bogenschützen, Feuer frei! Jo, das mit dem Banner hat nicht so ganz gut geklappt. Sie mögen uns nicht. Aber wir haben ein paar Elite-Toxote am Start und auch schwere Hopliten. Damit machen wir diese paar Hansen schnell platt. Anscheinend hat ihnen meine Fahne nicht gefallen. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Diese Männer scheinen von Skulls Flagge angezogen zu werden. Wenn wir ihre Anführer damit herauslocken und besiegen können, hören sie vielleicht auf zu kämpfen. Wir könnten die Nordmänner aus ihren Lagern locken und sie im offenen Gelände überfallen. Also erstmal natürlich, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Age of Mythology. Im letzten Level hatte ich ja großspurig angekündigt, dass es sich hierbei um das einfachste Level der ganzen Kampagne handelt. Und der Meinung bin ich immer noch. Okay. Wir müssen hier, um den nächsten Punkt freizuschalten, 5 Türme errichten. Und das Gold und der Bannerträger dürfen uns wieder nicht draufgehen, wie auch im letzten Level. Und ja, es ist insofern relativ einfach, also wir müssen alle 3 Clans auf unsere Seite bringen. Das tun wir, indem wir die Clanführer töten. Und dann schließen sich die gesamten Truppen des besiegten Clans uns an. Und das sind riesige Armeen, das werdet ihr gleich sehen. Das Einfache daran ist aber, dass man wirklich nur den Clanführer besiegen muss. Das heißt, man kann mit dem Flaggenträger zu denen laufen und dann laufen sie dem erstmal hinterher. Dann lockt man sie in diese Gegend. Also die Türme sind eigentlich egal, die kann man auch hier oben natürlich errichten, aber ich mache das lieber hier unten, da kann man die so ein bisschen hier durch locken. Und da muss man wirklich einfach nur mit allen Einheiten auf den Clanführer halt zielen. Und das war es auch wirklich schon. Also diese Mission ist echt extrem einfach. Ich mache noch irgendwo hier das Ding hin. Den Skuld packe ich mir hier rein, damit er mir nicht drauf geht. Dann mache ich den auf die 1, den Rest auf die 2. Ich kurz, wer die beste Armee für den Anfang hat. Also sich den ersten zu besiegen dürfte ein bisschen schwieriger werden, weil die auch natürlich noch größere Armeen haben auf diesem Schwierigkeitsgrad. Der hat Ballisten, die dürften ganz gut sein, um fein abzusnipen, aber der scheint auch die größte Armee zu haben. Hat irgendwer von den sonst Fernkämpfern? Nee. Okay. Dann gehe ich nur los und lock erstmal die Kollegen hier an. Türme packe ich auch noch auf ein Hotkey. Eigene Einheit ausbilden muss man hier nicht. Also kann man natürlich, aber muss man echt nicht. So. Die ganze Bagage macht sich auf den Weg. Dann schicke ich auch einen Turm, damit er mir nicht drauf geht. Und hier ist der Anführer des Clans. Jetzt laufen wir mal außen rum hier einfach und alle auf ihn drauf. Und das war's auch schon mit dem Helden. Oder Anführer, meine ich. Ihr seht, das ist wirklich extrem easy. Den hier hat es irgendwie nicht zu uns geschlagen. Die Ballisten sind insofern ganz interessant, als dass die halt snipen können. Also nicht so gut natürlich, aber besser als nichts. Den ist auch wieder geheilt, gut. Gereg.
Skipan. Und wie eben kommen wir ganz feige von der Seite. Skipan, alle drauf da, los. Jetzt hat er sich so ein bisschen durchgemogelt hier. Schieß mit den Türmen auch noch drauf. Jetzt müsste ich ihn nur finden, da ist er. Und platt ist er. Ja, jetzt kann ich mir den Mist auch sparen, mit die mit gruppieren und so. Ja, ihr merkt schon, also man kann wirklich extrem wenig falsch machen in der Mission. Ja, selbst auf diesem Schwierigkeitsgrad, das ist ein absoluter Witz. Und das ist so ziemlich die größte Armee, die man in diesem Spiel jemand sammelt. Und man kann sie im nächsten Level leider nicht benutzen. Im nächsten Level haben wir wieder nur 3-4 Hanseln. Und ja, so ist es nochmal. Ich denke, sie spielen ein kleines bisschen auf, weil es ein bisschen viele Einheiten sind wahrscheinlich. Und das war's. Ist im Kampf gefallen. Unsere Äxte gehören euch. Ja, das war die einfachste Mission der Kampagne meiner Meinung nach. Und wie gesehen hat, hatten wir am Ende eine Bevölkerungsanzahl von 438 und ihr werdet geschockt sein, wie niedrig das ganze im nächsten Level sein wird. Bis dann.